Ostern steht vor der Tür und damit ist der kommende Freitag auch nicht irgendein Freitag, es ist Karfreitag. An diesem Tag gilt bundesweit das umstrittene Tanzverbot. Aus Protest gegen die Einschränkungen an sogenannten stillen Feiertagen laden Hessens Grüne Jugend und Jusos zu einer Karfreitagsparty nach Frankfurt ein. Ja, wie auch schon im vergangenen Jahr übrigens. Verbote, die das Privatleben von Menschen betreffen, widersprechen dem Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche. Zudem würde das Tanzverbot nicht mehr in dieses Jahrhundert gehören, so die Organisatoren. Ja, also die Jugendorganisationen von FDP, Grünen und SPD sagen, sei nicht mehr zeitgemäß. Die Hälfte der Gesellschaft identifiziere sich als Christen. Haben Sie da einen Punkt? Ja, sicher haben die einen Punkt. Die Kirchen sind in der Tat nicht mehr so ganz woke. Das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen, dass sie mit der Zeit gehen. Oder sie gehen vielleicht zu sehr mit der Zeit. Aber bei dem Tanzverbot ist es eine merkwürdige Geschichte. Das ist ja so eine Story wie täglich grüßt das Murmeltier. Nur einmal im Jahr grüßt das Tanzverbot. Und ich finde das ganz seltsam, dass es Leute gibt, die offenbar einmal im Jahr unbedingt tanzen gehen müssen. Die gerade an diesem Tag von der unbändigen Sucht nach Tanzen gepackt werden. Ja, aber wenn man es halt nicht darf. Wenn man es nicht darf, ja. Also das Reiz des Verbotenen. Genau, ja. Und ich finde, es müssen noch viel mehr Sachen verboten werden, weil das offenbar die Leute in Rage bringt. Und aus dieser faden, langweiligen Gesellschaft, die alles hinnimmt und alles mitnimmt, wird plötzlich Engagement. Aber es ist natürlich ein vollkommen lächerliches Engagement. Es ist ein Tag im Jahr. Übrigens ist es von Bundesland zu Bundesland verschieden. Also in Berlin ist es, ihr habt das vorhin rausgelesen, in Berlin ist auch Totensonntag und Volkstrauertag, tanzfrei. In Hessen, Bayern sind das andere. Aber im Prinzip gibt es einen Tag im Jahr, an dem man nicht tanzen soll. Und das finde ich vollkommen okay. Es gibt auch viele Verbote. Dieses Verbot, das Tanzverbot, ist christlich begründet. Und ich finde, es ist eine christliche Gesellschaft, in der wir leben. Vielleicht nicht sehr christlich, aber christlich geprägt. Deswegen ist der Sonntag der arbeitsfreie Tag und nicht der Dienstag oder der Mittwoch. Und auch nicht der Freitag wie bei Muslimen und nicht der Samstag wie bei Juden. Mhm. Und Verbote haben ihren Sinn. Verbote stiften auch Identität. Zum Beispiel das Tempolimit auf den Autobahnen, das können Sie sich auch nicht aussuchen. Nicht? Es gilt für alle. Man kann nicht sagen, wir überlassen es jedem, wie schnell er fährt. Wir könnten schon sagen, wir überlassen es jedem, ob er tanzen geht oder nicht. Aber ich finde, so ein kleines Verbot schweißt doch die Gemeinschaft zusammen. Seltsam ist aber noch ein anderer Aspekt, denn ausgerechnet diejenigen, die sich jetzt gegen das Tanzverbot aussprechen, das ist ja die Jugend von Grünen und SPD, die haben in Frankfurt am Main aber eben sehr dafür plädiert, dass die Ramadan-Beleuchtung eben zu Beginn des Ramadan eingeführt wird und da über der Fressgasse aufgehängt wird. Jetzt identifizieren sich aber hierzulande ja deutlich weniger Menschen als Muslime als Christen. Ist das nicht irgendwo verkehrte Welt? Es ist eine verkehrte Welt. Es ist eine verkehrte Welt. Im Prinzip besteht das postkritische Engagement in der Verachtung der eigenen Kultur und in der Wertschätzung fremder Kulturen. Mhm. Weihnachten wird zum Winterfest, aber Ramadan bleibt Ramadan. Ich habe, bevor ich hergekommen bin, eine kleine Umfrage unter meinen Freunden gemacht, 10, 12 Leute. Ich habe gefragt, worum geht es am Karfreitag? Und Sie werden nicht glauben, die Hälfte wusste es nicht. Die Hälfte sagte irgendwas mit Jesus. Die Kreuzigung. Ja, aber das kam schon sehr zurückhaltend. Nein, ich glaube, dass das Unwissen wahnsinnig verbreitet ist und dass es einfach religiöse Themen wahnsinnig schwer haben. Wobei, ich sagte es schon, es geht nicht um ein religiöses Thema, es geht um irgendeine Gemeinsamkeit. Und da sind natürlich... wenn ich das sagen darf, die Muslime und den Juden, den Christen weit voraus. Da gibt es noch etwas wie ein Gefühl des Zusammenseins durch die Religion. Wobei die Religion dabei nicht einmal entscheidend ist. Aber der Punkt ist, auch beim Tanzverbot, es gibt Grenzen. Es gibt kollektive Grenzen, die das Individuum einhalten sollte. Und das finde ich sehr vernünftig. Herr Broder, zum Schluss noch die Frage an Sie. Welche Feste feiern Sie denn gerne? Weil wir gerade über Feiertage und ja, Feste feiern sprechen und Party. Mit der Frage habe ich gerechnet und lange über die Antwort nachgedacht. Ich feiere alle Feste, weil es ordentlich was zu essen gibt. Und zu trinken? Sodawasser reicht mir schon. Oder auch Ayran. Okay, ich glaube, da würden wir uns jetzt nicht anschließen. Wir haben schon ganz gerne auch ein alkoholisches Fest. Ich wollte gerade sagen, ja, so ein Gin Tonic würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Ja, okay, Arak. Aber es muss schon der libanesische sein. Herr Broder, Dankeschön. Vielen Dank. Haben wir was Kulinarisches erfahren. Einen schönen Karfreitag Ihnen schon. Vielen Dank, mit viel gutem Essen. Auf jeden Fall.